Naja. Ja, dann nehmen wir gleich mal ein bisschen immer was mit. So. Dann können wir dem hier gleich mal sagen. Machen wir hier wieder dicht, bitte. Ja, Moment. So. Da draus. Auch da rein. So. Sehr schön. So ein Miner bringt oft mehr wie eine Quarry. Ja, weil der Miner halt gezielt die Erze aus dem Boden holt. Ist halt auch immer mühselig, das Ding immer nach einer Viertelstunde oder so wieder umzustellen. So, das kommt jetzt mal alles hier rein. So, Redstone. Und die Erze kommen erstmal hier rein. Die werden wir dann später auch mal sortieren. So, Redstone. Jetzt haben wir wieder einiges an Redstone. Und ich finde es natürlich nicht. So, hier. So, viermal Redstone. Ah, scheiße. Ich habe das Liquid Ender hier drin. Was ich vorhin vorbereitet hatte. Ah, schlecht. Macht aber nichts. So. Genau. Dann können wir das nämlich so machen. Dann kommt dieser Eimer erstmal hier rein. Den braucht man nachher ganz dringend. Beziehungsweise. Ja, lasst mich mal überlegen. Wir können da auch was viel Besseres machen. Ja. Ich glaube, 4 hat man braucht. Jupp, genau. So, Cell. Genau, dann hätte ich gerne das da. Na, war klar. So, die kommt jetzt hier wieder rein. Ich will jetzt nämlich das Zeug hier. Ja, das hier. Und zwar... Wir haben sowieso kein Eisen, ne? Du machst mir normales Eisen. Und du pulverisierst mir das Zeug mal. Da fehlt ein Stein. Haben wir keinen bei. Der hat Steam. Diese Pipes sind natürlich auch intelligent, ja, soweit ich das weiß. So, die schalten wir jetzt mal alle auf Output, ja, dass da nichts schief gehen kann. Hallo? Oh nein, so war das nicht geplant. Oh nein. So. Genau, dann stehen die alle auf Output. Und erst wenn ich das verbinden würde, dann springen, glaube ich, die Maschinen an. Ich bin mir da mal nicht sicher. Ich weiß nicht, ob die ein Redstone-Signal brauchen. Wenn die ein Redstone-Signal brauchen, ist das auch gar kein Problem. Ja. Da zeige ich euch einen ganz coolen Trick. Ja. Da können wir dann auch mit einem Gate arbeiten. Da werden wir uns erstmal unser erstes Gate mal zusammenschrauben hier. So, hier, da. Und das hier rein. Mach du mir mal ein Gate, bitte. Hallo? Ach so. Ja, der macht jetzt hier mein Gate. Ach so, jetzt habe ich erst das Zeug unten vergessen. Hier. So. Und diesen Eimer hier. So, den Eimer. Und das. War das nicht so? Ach, Zinn. Das ist ein Ding. Zinn, Tin. Zinndust, Zinndust. Hier. Hör du mal auf. Mach du mal das Zinn. Wie sieht's bei dir aus? Du hörst mal auf und machst mir mal das, bitte. Ist gesünder. Ja.
So, genau. Genau. Sehr schön. Dann haben wir die Splend. So, das kommt dann gleich mal hier in die Furnace rein. Ne, kommt es nicht. Gut, dann kommt es halt nicht in die Furnace rein. Dann schauen wir mal, wo das rein muss. In den Induktionsofen, natürlich. Pyrium Dust. Okay. Ein Pyrium Dust. Dann brauchen wir zwei von diesen Pyrium Dust. So, zack, 1, 2. In den Induktionsofen, wo noch was drin hockt. So. Bin immer gespannt. Ha! Ist ja eine geile Sache. Na, dann habt ihr auch mal gesehen, wie das funktioniert. Ja, also ich muss schon sagen. Cool gemacht, ja. Auf alle Fälle. So, Moment, geht gleich weiter. War ein bisschen. So. Dann werden wir uns hier unsere erste Überzelle machen. So. So. Resonant Energy Cell. Geil. Boah, da geht einiges rein, hä? Junger Vater. So. Dann werde ich sagen, so. Ja, natürlich geht es jetzt nicht. Ja, ist klar. Rein. Raus. Rein. Ja. Coole Sache. Okay. Dich müssen wir noch konfigurieren. Ich hätte gern, dass du hier Output bist. So, dann. Nee. Nee. Genau. Du Input, du Output. Und du Klappe halten. Ein Input, ein Output. Das passt. Okay. Nochmal hier ein bisschen nachjustieren. So. Output. Sehr schön. Geil. Boah. Okay. Die brauchen natürlich hier ein Redstone-Signal. So, und da gibt's auch was Schönes hier. Ach, Leute, echt. Muss denn das sein? Wieso kracht da draußen? Hier. Insulated Redstone Conduit. Wir brauchen die Binder nochmal. So. Die Binder. Moment, können wir die nicht hier drin machen? Na, da brutzelt noch was. Dann mach du hier mal. Ja. Oh, Leute, echt jetzt mal hier. Ist ja echt genug jetzt. So, dann kann das wieder weg. Das kann hier rein. Dann holen wir unsere Binder. Also hier. So. Ach, Leute, jetzt echt. Der hat ein Eisen dabei. Da kommt noch mehr. Ach du heilige Scheiße. Ja, jetzt geht aber die Party hier los, ne? Lass mich schnell schlafen. So, da brennt mal alle. Iron Ingot. So, dann brauchen wir das Gate. Gate, dann brauchen wir aber noch eine Cobblestone Transport Pipe. So, dann suchen wir mal nach Pipe. Dann brauchen wir hier eine Cobblestone Transport Pipe.
Da können wir gleich mal 64 machen, ja. So, und dann diese... Können wir auch mal 64 machen, so. Weil die Hälfte... So, eine. Genau. So, und da wir ja ganz cool sind, können wir das hier einfach so anschließen. Ja? Geile Sache, das. So, dann werden wir hier erstmal dem Ding sagen, hier erstmal Redstone ignorieren. Ja. So, dann hier. Ich hoffe mal, dass es geht. Ach, der kann das nicht detektieren. Und das Redstone-Signal geht hier nicht über. Wieso kann das Gate das nicht... Ach, da brauchen wir ein Iron Gate. Oder er kann es einfach nur nicht detektieren von diesen Dingern hier. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, da fehlt noch was. Ja, na gut. Dann müssen wir das anders machen. Dann machen wir das einfach ganz chillig. Dann gehen wir hierher, holen uns einen Hebel. So. Da machen wir jetzt mal aus hier. Dass es sich erstmal hier aufladen kann, das Ding. Wow. Ja, da kommt schon ordentlich was rein. Ja, dann mach du mal voll hier. Du kannst mal ausbleiben. So, dann lassen wir den mal füllen hier. Ja, aber so funktioniert das dann. Ist eine geile Sache. Gleichzeitig Strom, Redstone-Signal und so weiter und so fort. Ja. Das ist vielleicht nicht die schönste Lösung hier. Ja. Aber. Naja, machen wir es halt dahin. Da überlege ich mir noch was. Vielleicht machen wir das Kabel so von hinten. Ja, das wäre ein Plan. Da brauchen wir aber ein Ding. Moment, da müsste hier noch was drin sein. Genau. Na, das ist natürlich auch nicht die perfekte Lösung jetzt hier. So. Dann machen wir hier nochmal so ein. Zack. Ja. Sehr schön. Da sieht es auch ganz passabel aus. Ja. Vielleicht machen wir da auch mal andere Conduits hin. Ja, das sieht hier ein bisschen abenteuerlich aus. Ah ja, jetzt geht's hier rund. Ah, jetzt haben sie sich aufgeheizt. Junge, Junge. Da geht jetzt halt schon was rein. Naja, sehr schön. Dann können wir dem hier gleich mal sagen. Machen wir doch mal bitte ein paar Fassaden, ja. Gut. So, Quarry läuft ja nicht. Macht ja nichts. So. Dann haben wir das erledigt. Was wir mit dem Capacitor machen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Schauen wir mal. Jetzt sollen wir uns mal dran setzen. Eventuell... an die Quarry Plus, ja. Wir werden die eine Quarry zwar durchlaufen lassen, aber wir brauchen ja hier, wisst ihr was? An dem Teil hier das einfach beibringen, in Code. Wenn wir zwar bis ein einziges Mal brauchen,
So, Sticks. Aber was wir haben, haben wir. So. So. So, dann brauchen wir... Dann hätte ich gerne eine Quarry, bitte. Eine. Schon fertig. Hallo? Nö. Naja, der craftet noch. Ja, Quarry fertig. Ja. Genau. So, und für die Quarry Plus brauchen wir zwei Quarries. Die haben wir ja drüben. Zwei Pulsating Chipsets. 8 Diamond Chipsets. Ja, die kriegen wir auch noch zusammen. Soll jetzt nicht das Problem sein. Die Pulsating haben wir schon. Dann dieses Yellow Pipe Wire. Da brauchen wir Dandelion. Wo sind unsere Pflanzen hin? Hatten wir nicht mal gelbe Pflanzen? Da oben. Hier, rot haben wir auch. So. Dann brauchen wir Redstone. Na, Moment mal hier. So. Dann brauchen wir Eisen. Eisen müsste unten noch drin sein. Achso, wir brauchen noch... ein Diamant haben wir noch. Den opfern wir jetzt mal. Machen wir jetzt gar nichts aus. So. Dann machen wir hier. Zack, zack. So, die Quarry kommt mal hier rein. Die werden wir dann hier unten brauchen. Der macht uns jetzt hier den Diamanten-Chipsatz. Das saugt sich hier natürlich leer. 300. Ah, da läuft die immer noch und füllt sich aber nicht mehr auf. 200. Auch nicht. 150. Nein, ich glaube, wir haben... Naja. Achso, ja, stimmt. Der macht ja den Laser jetzt gerade. Da hat er ja auch... Muss er auch am Leben halten. Wie sieht's bei dir aus? Naja. Das macht er schon. Okay, dann mal schauen. Was die Miner noch gebracht haben. Ich glaube, die haben keine Diamanten gebracht. Au. Elf Diamanten. Okay. Mehr wollte ich nicht. Schöne Sache. Schöne Sache. Au. So, 11 Diamanten. Da brauchen wir noch 7 Stück unten. 7. So. Du hast mir meine Fassaden gemacht. Sehr schön. Da kann ich hier mal ein bisschen... abdecken. Naja. So. Das hier oben bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das abdecken. Vielleicht machen wir das so. So. Ja, und dann den Rest. Ja, schauen wir mal. So vielleicht. Ja. Das passt so. Und hier wird der weitergebaut dann. Diese Dinger hier, die bekommen ja auch was. Bis auf der hier, der bekommt nichts. Der ist soweit ja fertig. Da können wir uns gleich mal ein bisschen hier Material besorgen. So, der wird nichts mehr gemacht. Der Metal Former kriegt noch was und der Extractor kriegt natürlich auch was. Den Extractor könnte man eigentlich gerade mal dem das beibringen. Da müssen wir mal sagen, okay, ich hätte gern hier ein Interface. Ich muss die NEI-Suche hier ausmachen. So, beginnen.